Hallo Freunde, heute kommt ein, ich würde sagen, mittleres Projekt. Es wird sich natürlich im Laufe des Videos herausstellen. Und zwar macht mein Tankinhalt das hier. Ich habe das während der Fahrt nur mit dem Handy aufgenommen, deswegen auch die Qualität. Aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen, er macht nicht das, was er soll. Ich gehe davon aus, dass es der Tankgeber ist, weil es bei jeder ruckartigen Bewegung sozusagen vom Auto passiert. Es könnte natürlich auch ein Wackelkontakt sein, aber auf jeden Fall muss ich mir den Tankgeber mal angucken und das machen wir jetzt. Da es sich hier um eine arg bescheidene Situation handelt und Position vor allen Dingen, werde ich euch einfach mal erzählen, was hier los ist. Hier sind vier Schrauben oder fünf, vier glaube ich. Damit löse ich jetzt den ganzen Doppelsitz. Dann kommt die Endstufe hier unten noch raus, weil da ist meine Endstufe. Und dann könnt ihr an den Tankgeber rankommen. Wie, das zeige ich euch dann. Es gibt drei Methoden, den Tankgeber auszubauen. Einmal, glaube ich, Fahrer- und Beifahrersitz raus, den ganzen Teppich weg. Dann Beifahrersitz raus, das, was ich jetzt sozusagen mache. Und die dritte Möglichkeit und bescheuertste Möglichkeit, glaube ich, ist, den Tank von unten abzubauen. So, jetzt der Beifahrersitz runter. Und hier neben der Handbremse befindet sich sozusagen der Tankgeber. Das muss ein Stückchen aufgeschnitten werden und dann kommt ihr daran. Das ist eben der Nachteil an dieser Methode, dass ihr euren Teppich ein bisschen aufschneiden müsst. Bei mir sieht man das sowieso nicht, weil die Sitzbank ist so nah an dem Fahrersitz dran, dass das wunderbar auf jeden Fall so funktioniert. Und bevor ich den Tank unten abbaue oder bevor ich alles rausbaue, mache ich das lieber auf die Art und Weise. Ja, ihr habt gesehen, ein relativ unspektakuläres Video, aber ich kann mir vorstellen, dass es einigen hilft. Und wie ihr seht, wieder in der neuen Kulisse, nur dank dem Hochdach. Das Bild gefällt mir ziemlich gut. Und das mit dem Tankgeber hat bei mir wirklich wunderbar funktioniert. Wenn ihr auch Probleme mit dem Tankinhalt habt, dann habe ich noch eine zweite Möglichkeit, wie ihr das beheben könnt. Da könnt ihr einfach mal hier oben draufklicken. Und dann guckt ihr euch das Video nochmal an. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch auf jeden Fall weitergefallen und gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Meine Anzeige funktioniert auf jeden Fall wieder ganz hervorragend. Ich drehe den Zündschlüssel um. Dauert eine Sekunde und der Tankinhalt geht nach oben. Falls ihr vielleicht noch mehr solcher Informationen erfahren wollt, abonniert gerne den Kanal. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!